Hallöle und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Metal Gear Solid Peace Walker. Ja, wie ihr seht, wir kämpfen gegen einen Hubschrauber, das ist eine Nebenmission, keine Hauptmission. Und ja, ich habe direkt hier eine Mission angefangen, anstatt ja in dem Suchbildschirm, weil ich natürlich einen Spieler suchen musste, wie ihr seht. Ich habe Unterstützung. Ich glaube, es ist zwar ein Italiener, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ja, das hat ewig gedauert, bis mal da jemand war. Ich hatte zuvor auch einen Japaner drin, der ist immer wieder abgesprungen und so weiter. Peace Walker-Spieler werden das Problem vielleicht kennen. Naja, jedenfalls müssen wir jetzt den Heli ausschalten und was macht er hier eigentlich? Okay, er geht in Deckung. Ich komme mal zu dir, Kumpel. Oh ja, jetzt schießt er mit komischen Raketendingern, glaube ich. Ja, die Deckung ist natürlich zerstörbar. Das haben wir auch schon mal bei dem Kampf mit dem Panzer hier gesehen, den wir mal hatten. Ja, genau, er lässt so komische Bomben fallen. Genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. So, hier geht einfach mal sterben. So, aber das Hauptziel ist natürlich der tolle Heli. Wow, wir haben immer was abgezogen. Ach, ja, ich habe schon wieder vergessen, was wir in der letzten Folge gemacht haben, weil momentan, ey, ist es momentan so, dass bei mir wirklich immer viel Zeit zwischen den einzelnen Aufnahmen vergeht. Weil ich momentan einfach nicht mehr so dazu komme oder einfach, ja, wie soll ich es anders sagen, manchmal auch einfach keinen Bock habe. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber manchmal ist das halt so. Ah, komm. Ach, verdammt. Ich habe gedacht, den treffe ich vielleicht noch. Aber gut, hier ist eigentlich relativ guter Schutz, vor allem vor den Bomben, die er fallen lässt. So. Ich hoffe, der kommt jetzt gleich mal wieder. Das kann ein extrem langer Kampf werden. Ja, ich hätte natürlich auch noch warten können, bis wir noch einen im Team hätten, aber das hätte noch mal länger gedauert, weil ich war erstmal froh, überhaupt einen im Team zu haben. Weil jetzt werden die Kämpfe langsam ein bisschen anspruchsvoller. Ja, hier die Cocoon. Die erste, die Pupa hieß sie, genau. Cocoon kommt erst später. Ja, oder? Ja, doch, war so. Die Pupa, diese erste Metal Gear Version, die war ja noch pippi, die war ja relativ einfach. Die Chrysalis hätte ich bestimmt auch noch alleine hinbekommen, aber ich weiß, dass ich beim ersten Mal mich da relativ schwer getan habe und habe gedacht, deswegen wäre es vielleicht nochmal sicher. Ja, und die Zwischenkämpfe, die werden jetzt manchmal sogar schwerer als hier so Bosskämpfe. Deswegen ich dann immer doch recht froh bin, wenn ich dann noch jemanden auf meiner Seite habe. Von mir aus kann das auch so weitergehen, dass er sich halt um die Gegner kümmert und ich kümmere mich hier um den Heli. Von mir aus auch andersrum. Aber momentan sieht es so aus, als würde ich den Heli nur behaken, weil er läuft hier irgendwo rum oder versteckt sich oder macht gar nichts. Ah, okay. Er schießt auch mal auf den Heli. Wir schießen beide daneben. Kann passieren. So, ich hoffe, ich kriege bald mal diese dicke Rüstung, von der ich euch mal erzählt habe. Ja. Dann kann ich nämlich mehr Waffen tragen. Jetzt holen wir uns aber erstmal Nachschub. Weil ich ganz dringend was brauche. Komm schon! Was da? Oh, ich hoffe, das war kein Fehler. Oh Mann. Puh. So, wo ist dieser verdammte Heli? Ah, da. Na, vielleicht haben wir auch Glück und. Puh, verdammt, ich treffe ihn wieder nicht. Und der Captain zeigt sich vorher. Das kann ja auch passieren, dass wir ihn nicht komplett zerstören müssen, sondern dass er meint, vorher einen auf dicke Hose machen zu müssen und wir ihn dann töten können, sodass wir den Kampf automatisch gewinnen. Ich würde das jetzt gerade Wunschdenken, weil das hier ein bisschen lange dauert und ich eigentlich heute noch ein bisschen was schaffen wollte. Ach komm, bleib doch mal stehen. So, mal ein bisschen höher geschossen. Ach komm, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Dann schießen wir immer beide daneben. Na toll, das war's mit der Deckung. Oh, was soll's. Steht ja genug rum, mit dem wir uns schützen können. So. Genau. Bleib einfach mal so. Ah, da ist der Captain. Ah, das ist doch sehr gut. Dann, wenn er mal ruhig steht, versuche ich ihn direkt mal abzuknallen. Dann hätten wir das Problem schon beseitigt. Und bam, geschafft. Ja,
was für ein Pilot, oder? Er kann den Hubschrauber noch sicher landen, obwohl er tot ist. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, was mich sehr freut. Und wir haben ja den Bomber sogar erhalten, im Zustand von 66%. Wow. Ja, dann vielen Dank, mein lieber Kumpel. Ich werde dich weiterempfehlen, also würde ich, wenn ich es könnte. Aber, naja. So, was haben wir denn? Wow, 0 Kalorien Limo, Rang 2. Ganz toll. Gut, wir haben Limo entwickelt. Ja, weil wir sonst, glaube ich, nichts mehr haben, gehen wir direkt mal zu den nächsten Missionen. So, das hätten wir. Und ja, jetzt hätten wir wieder nur noch eine Hauptmission, nämlich begeben sich zur Minenbasis. Was heißt denn das? Begeben sich zur feindlichen Minenbasis und verhindern sie die Montage der Säugetiereinheit und des Peace Walkers. Hört sich spannend an. Snake, the Peace Walker platform and AI have been shipped to the final testing base. Once assembled, it's only a matter of time before they launch the nukes. Hurry! Naja, keine Sorge. So, das machen wir auch wieder alleine. Müssen uns aber anders ausrüsten. Das habe ich natürlich eben alles schon im Vorfeld gemacht, damit ihr nicht so lange warten müsst und direkt quasi mit der Action einsteigen könnt. Weil ich hätte es ja so oder so rausgeschnitten dann. Okay. So, Briefing-Dateien. Was hat die Pass denn so? Ah, die Wohnanlage der Bergarbeiter. So tell me, what do they mine around here? Gold, if I am not mistaken. Gold? No kidding. I wonder what would be the fastest way to... I do not know how much success they have had. You do not hear of anyone still operating mines around here. Oh. Generally speaking, people here are not too thrilled with outside capital coming in and taking away the country's natural resources. 4 years ago, a group of protesters hurled stones at the parliament building when people found out the country had been bestowing mining rights to foreign companies. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen nach Gold suchen. Kann uns finanziell nur gut tun. Okay, die Amanda erzählt uns was über den Einsatz an sich, nämlich dringen sie in die Minenbasis ein. I remember those barracks. They're full of crisscrossing pathways. So visibility is terrible. Perfect for sneaking. That may be true, but it will also be easy to lose your fix on where you are. You could end up bumping into enemies when rounding corners too. I'll be careful. You'll get a better view on the roof, but naturally you will be more easily spotted, and there are few places to hide. If you are going up there, get a quick lay of the land and then come back down. The soldiers there do not have access to many long-range weapons, most likely because of the terrain. A sniper rifle could be really advantageous there. I'll keep that in mind. Good luck, Snake. Haben wir ein Snipergewehr? Da müsste ich jetzt gleich mal nachgucken. So, und Chico kann uns also die Minenbasis erzählen. A base disguised as a mine? We never made it that far. I don't know what kind of place it is, but you better be careful, just in case. I plan to. I've heard that the American Army keeps dead alien bodies and UFOs in secret bases. Aliens? There are billions of stars in space. You've got to think that at least a few have civilizations more advanced than ours. I'll bet they visit Earth in UFOs. In 1947, the army actually announced that they had caught a flying disc-shaped object near Roswell, New Mexico. Maybe you don't know about it, but those army guys, they all know. Oh, you don't say. Anyway, there's no telling what kind of mystery weapons they might have stashed up there. Watch your back. Ja, ja, wir sind schon vorsichtig, aber ich glaube kaum, dass wir da irgendwelche UFOs oder so finden werden. Aber lassen wir uns überraschen. Wir starten erstmal den Einsatz. How's the horse doing? Not too bad. You'd never know he was over 20 years old. He was hers, after all. Seems like some part of her became a part of him. The platform and the cerebral AI are supposed to be assembled at an underground base disguised as a mine. If my guess is right, both of them have already arrived and are being readied for final testing. Destroying the platform will be difficult. I suggest getting up close and destroying the AI instead. Whatever you do, I'm begging you, don't let my Peace Walker launch a nuke.
Hurry, Snake! Wir geben unser Bestes. Peace Walkers in a base due west of your current position. Move out. Okay, okay. Ja, da wären wir auch schon in der Minenbasis. Getragen vom Pferd von The Boss, das schon über 20 Jahre alt ist, wie gesagt wurde. Aber es ist so eine nette Anspielung auf Teil 3, finde ich. Und das ist auch was, was die Metal Gear Solid Reihe gut kann. Ich mag es, wenn in einer Spielereihe auch die Vorgänger immer wieder erwähnt werden und nicht einfach beiseite gelassen werden. Bei Uncharted ist es zum Beispiel leider nicht so gut gelungen. Da werden die Vorgänger vielleicht mal so am Rande erwähnt. So nebenbei, wenn ihr euch vielleicht erinnert, Elena hat zum Beispiel am Ende von Teil 2 den ersten erwähnt, indem sie gesagt hat, nach dem letzten Mal konnte ich kaum ruhig schlafen, weil sie da diese Zombie-Viecher gemeint hat, die wir bekämpft haben. Aber hier bei Metal Gear Solid ist es halt immer so, dass die ganzen Serienteile auch immer berücksichtigt werden. Was jetzt natürlich bei zum Beispiel Metal Gear Solid 1 und 2 schwer wird, weil es da Peace Walker und Metal Gear Solid 3 noch nicht gab. Aber sofern sie es können, machen sie es dann auch, was dann in Metal Gear Solid 4 gipfelt, könnte man sagen. Ja. So, was haben wir denn noch? Den Umgebungsanzeiger. Den brauche ich denn nämlich. Hm. Weil die Amanda hat uns ja gesagt, dass es hier sehr verwinkelt ist und ich habe vergessen, nach einem Scharfschützengewehr zu gucken. Verdammt. Aber egal. Oh, da unten läuft direkt schon jemand. Verdammt. Ich bin hier in keiner guten Position. Shit. Jetzt habe ich gerade irgendwas von ihm erwischt, weil das ja kommt. Ich hoffe mal, der geht gleich pennen. Dann gehe ich erstmal hier runter. So. Und schleichen wir uns hinten rum, ne? So, okay, ich glaube, der ist gerade umgekippt. Okay. Ist hier jemand in dem Gebäude drin? Vielleicht ein Gefangener oder so? Wie gesagt, es soll ja hier sehr verwinkelt sein und ich glaube, das ist es dann auch. Okay, da könnten wir drüber klettern. Ich gucke aber erstmal, ob ich hier irgendwie noch eine Wache sehe. Weil ich habe ja das seltene Talent, immer in die Wachen genau reinzulaufen. Ah, da steht eine. Das ist natürlich schon mal gut. Der steht aber echt scheiße da. Holy moly, da kam noch einer. Can't be imagining things. Und der kommt auch hier hin. Ja, gut, dann werde ich mich erstmal hier verstecken. Muss den Teil aber jetzt auch erstmal beenden, weil die Zeit schon wieder zu Ende ist. Und würde sagen, im nächsten Teil geht es dann weiter und wir versuchen uns dann nicht sehen zu lassen, was für mich nicht so einfach wird. Deswegen sage ich erstmal, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao.